Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den großen Krempling. Der große Krempling ist ein Symbiosepilz, der vor allem auf parkähnlichen Flächen zu finden ist. Selten ist die Art aber auch im Mischwald oder am Waldrand zu finden. Der große Krempling kann mit verschiedenen Laubbäumen eine Symbiose eingehen. Zu den bevorzugten Symbiosepartnern gehören die Hainbuche, die Linde, die Pappel und die Espe. Der große Krempling wird meist als relativ selten beschrieben. Allerdings wird die Art durch seine große Ähnlichkeit wohl häufig einfach für den kahlen Krempling gehalten und somit nicht als großer Krempling erkannt. Finden kann man die Art vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein. Der große Krempling kann das sogenannte Paxillus-Syndrom auslösen. Beim Paxillus-Syndrom lösen die Antigene des Pilzes gemeinsam mit dem Immunsystem des Menschen die roten Blutkörperchen auf, was potenziell tödlich enden kann. Der große Krempling kann einen Hutdurchmesser von deutlich über 20 cm erreichen. Die Hutoberseite kann graubräunlich, rotbräunlich oder auch ockerbräunlich gefärbt sein. Die weiche Huthaut wirkt samtig bis filzig. Der Hutrand fällt, wie für Kremplinge typisch, lange eingerollt aus. Unter dem Hut befinden sich beim großen Krempling gelbbräunlich bis hellbräunlich gefärbte Lamellen. Bei Verletzung verfärben sich die Lamellen bräunlich. Die Lamellen stehen eng, laufen deutlich am Stiel herab und lassen sich leicht vom Hutfleisch lösen. Das Sporenpulver ist bräunlich gefärbt. Der Stiel des großen Kremplings ist voll, dick, wuchtig und sehr festfleischig. Der Stiel ist weißbräunlich gefärbt und rotbräunlich punktiert. Die Stielbasis steckt häufig mehrere Zentimeter tief in der Erde. Das Fleisch des großen Kremplings ist weißbräunlich bis hellbräunlich gefärbt und verfärbt sich bei Verletzung bräunlich. Das Fleisch ist fest und würde einen angenehm milden, pilzigen Geschmack besitzen. Auch der Geruch fällt beim großen Krempling angenehm pilzig aus. Wie bereits beschrieben, kann der große Krempling das Paxillus-Syndrom auslösen. Beim Paxillus-Syndrom drohen allergische Reaktionen, inklusive Blutzersetzung, Nierenschäden, Magen- und Darmstörungen, Schwäche bis zur Benommenheit, Lähmungen, Schweißausbrüche, Koliken und Hypotonie. Mit dem Paxillus-Syndrom ist auf keinen Fall zu spaßen. Mittelschwere Fälle können zu einer Niereninsuffizienz führen, bei der man sein restliches Leben auf eine Dialyse angewiesen ist. Todesfälle sind bei schweren Fällen auf keinen Fall auszuschließen. Unsere Meinung zum Thema: Wir erhalten immer wieder Nachrichten wie, wir essen den Krempling schon 30 Jahre und uns geht es gut. Das ist sicher möglich, dennoch ist das Risiko groß, dass doch irgendwann mal etwas schief geht, zum Beispiel durch eine unzureichende Garzeit. Es gibt so viele unbedenkliche Speisepilze, weshalb wir es komplett als unnötig erachten, sich dem Risiko Paxillus-Syndrom auszusetzen. Insofern können wir nur davon abraten, Arten aus der Paxillus-Gattung für Speisezwecke zu sammeln, auch wenn die Arten in alten Pilzbüchern häufig noch als essbar oder gar guter Speisepilz beschrieben werden. Hauptsächlich verwechselt wird der große Krempling dann natürlich vor allem mit anderen Kremplingen, wie zum Beispiel dem hier gezeigten kahlen Krempling. Eine weitere Verwechslungsmöglichkeit wäre der essbare würzige Tellerling oder auch der ungenießbare Samtfußkrempling, wobei vor allem der Samtfußkrempling durch seinen deutlich samtigen Fuß eigentlich relativ leicht zu bestimmen ist und somit auch leicht vom großen Krempling zu unterscheiden ist.
Ja, so viel zum Thema großer Krempling. Ich hoffe mal, dieses kleine Pilzporträt hat euch gefallen und die Art ein bisschen näher gebracht. Zum Abschluss gibt es wie gewohnt die Detailaufnahme der Art, damit ihr euch die Merkmale nochmal schön einprägen könnt. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und viel Spaß im restlichen Video und dann sehen wir uns im nächsten Pilzporträt oder auf der nächsten Waldrunde. Bis dann.